Hallo liebe Pizza-Welt-Zuschauer, ich habe euch heute das Huawei Essen P1 mitgebracht, das erste Oberklasse-Smartphone von Huawei. Huawei hat mit dem Essen P1 wirklich ganze Arbeit geleistet. In der Dicke misst es nur 7,69 mm, die Rückseite fühlt sich samtig weich an, nur die Kamera sticht ein bisschen hervor. Ansonsten liegt das Gerät wirklich sehr gut in der Hand. Die Front besteht komplett aus Glas. Doch was ist überhaupt das Besondere an dem Essen P1? Neben der extremen Dünne wiegt es auch nur 110 Gramm, womit es zu den leichtesten Smartphones gehört. Auch die Dual-Core-CPU bringt das Essen P1 gut auf Touren, was unter anderem auch die Benchmark-Tests beweisen. Und einen Benchmark-Test starten wir jetzt mal. Wir starten jetzt mal den Smartbench 2012, unser Benchmark. Das dauert jetzt einen Moment. Ihr seht das Ganze in einem Zeitraffer. So, nun schauen wir uns mal das Ergebnis an. Was wir hier sehen, 2730 Punkte. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Praxisbetrieb an. Im Zusammenspiel mit der CPU und Android 4.0 läuft es wirklich sehr gut flüssig, wie wir hier sehen können. Übrigens auch bei der Akkulaufzeit kann das Essen P1 überzeugen, denn mit mehr als 7 Stunden beim Dauersurfen hält das Essen P1 überdurchschnittlich lange. Doch das eine oder andere Manko hat leider jedes Gerät, auch das Essen P1. Die Kamera auf der Rückseite, die filmt zwar in Full HD, das ist wunderbar, doch kommt der Autofokus beim Filmen nicht ganz hinterher, sodass beim Motivwechsel es schon mal 2 Sekunden dauern kann, bis das neue Motiv scharf wird. Alles in allem ist das Huawei Essen P1 ein sehr gutes Oberklasse-Smartphone. Es ist dünn, leicht und schnell. Auch der Touchscreen reagiert flott und das Display ist mit 4,3 Zoll ordentlich groß. Auch die Akkulaufzeit von 7 Stunden hat uns mehr als überzeugt. Mit 449 Euro UVP bietet das Huawei Essen P1 ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.